Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema die 10 Fitnessfehler, die ihr auf jeden Fall zum Anfang vermeiden solltet. Viel Spaß dabei. Fehler Nummer 1, du trainierst einfach zu schwer. Wenn ihr zu schwer trainiert, euer Ego nicht aus dem Spiel lasst, dann neigt ihr dazu, die Übung falsch auszuführen. Ihr trefft nicht die Muskelgruppe, die ihr eigentlich treffen möchtet. Und schon habt ihr ja eigentlich das Training umsonst. Fehler Nummer 2, den man häufig feststellt, gerade bei Trainingsanfängern oder bei jüngeren Leuten, sind so die sogenannten Disco-Pumper. Ihr trainiert einfach nur die Muskulatur, die man sieht, und vergesst aber viele, viele Muskelgruppen, die ihr auch trainieren solltet. Das ist der größte Fehler eigentlich, dass sie die Beine auslassen. Die Beine sind einer der größten Muskelgruppen am Körper und ihr braucht die Muskulatur, um natürlich euren Körper zu tragen, und sie produzieren viel Testosteron, wenn ihr sie trainiert, was dann natürlich zum Vorteil hat wiederum, dass ihr ein besseres Muskelwachstum habt bei allen anderen Muskelgruppen am Körper. Fehler Nummer 3, Übertraining. Bei ganz vielen sieht man das, wenn sie anfangen zu trainieren, ihr geht einfach zu oft ins Fitnessstudio, ihr seid super motiviert, was ja top ist, aber ihr übertreibt es einfach und vergesst dabei die Regeneration. Und die Regeneration ist einfach super, super wichtig. Der Muskel wächst nur in der Regeneration, also passt auf, dass ihr nicht ins Übertraining kommt. Zu wenig essen oder, je nachdem, was man für ein Ziel hat, zu viel essen. Wenn ihr zu wenig esst, könnt ihr keine Muskulatur aufbauen. Wo soll die Muskulatur herkommen? Gerade Proteine sind für die meisten am Anfang eher schwer reinzubekommen. Und deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich genug esst. Wenn ihr Muskeln aufbauen möchtet, dann müsst ihr einen Ticken mehr essen als sonst. Und auch wenn ihr mal keinen Hunger habt, solltet ihr ein bisschen was essen. Ich selbst habe früher unter 70 Kilo gewogen und kenne mich gut damit aus, wie es ist, essen zu müssen, obwohl man keinen Hunger hat. Fehlende Motivation. Ja. Ganz, ganz oft sagen die Leute, ja, ich habe nicht die Motivation zu dies, zu jenem und so weiter. Das könnt ihr eigentlich aufs ganze Leben beziehen. Die Motivation kommt erst mit dem ersten Erfolg. Heißt, wenn ihr ein bisschen trainiert und seht, wow, hier tut sich ja ein bisschen was, dann bekommt ihr Motivation, dann fängt das Ganze an Spaß zu machen und dann habt ihr die Motivation. Aber ihr müsst zuerst in Vorkasse gehen und etwas dafür tun, um dann die Motivation zu haben. Ja, ganz, ganz oft sehe ich, in Fitnessstudios werden die Leute auch nur an Geräte eingewiesen und vernachlässigen das Training mit freien Gewichten und vernachlässigen das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Und das ist ein großer Nachteil. Klar, ihr habt an den Geräten geführte Übungen, die Trainer machen sich's leicht, indem sie euch da ransetzen und einfach die Übung machen lassen, weil da kann man nicht ganz so viel falsch machen. Aber die ganze Hilfsmuskulatur, die mitarbeitet bei freien Übungen und bei Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, wird einfach vernachlässigt. Also vergesst nicht auch, ein bisschen an freien Übungen zu machen, mit eigenem Körpergewicht, mit Kurzhantel, Langhantel und so weiter, damit ihr eure Hilfsmuskulatur mittrainiert. Wieder Thema Regeneration, zu wenig Schlaf. Ja, wenn ihr zu wenig schlaft, dann können eure Muskeln sich nicht richtig erholen und ihr habt keinen richtigen Trainingsfortschritt. Bei Leuten, die viel trainieren, sagen wir mal 8 Stunden Schlaf, wäre schon optimal. Das ist nicht immer möglich. Wenn ihr eine Diät habt, dann müsst ihr sogar eigentlich noch mehr schlafen. Aber das ist ja schon für viele, über 8 Stunden Schlaf zu bekommen, ist fast unmöglich. Aber achtet darauf, dass ihr genug Schlaf bekommt. Fehler Nummer 8. Nur Ausdauersport. Ganz viele von den Mädels da draußen, ihr macht natürlich super viel Cardio-Training, weil ihr denkt, dadurch nehmt ihr jetzt extrem viel ab. Jein, ne? Ihr verbraucht natürlich schon ein bisschen mehr Kalorien als sonst, weil ihr euren Aktivitätsumsatz einfach nach oben setzt. Aber die Muskulatur fehlt einfach. Ja? Also der Jojo-Effekt, der kommt daher, dass ihr hauptsächlich viel Muskulatur verbrennt durch viel Ausdauertraining und wenig Essen. Und wenn ihr dann wieder normal esst, dann habt ihr das Doppelte wieder drauf, weil euer Grundumsatz ist einfach nach unten gefallen, weil ihr Muskulatur abgebaut habt. Also vergesst es, dass ihr nur mit Ausdauersport zu eurem Ergebnis kommt. Vor allem langfristig gesehen ist das nicht die optimale Lösung. Ihr braucht eine Kombination aus Ausdauer, aus der richtigen Ernährung und dem Kraftsport. Ja, auch ein typischer Fehler ist Fehler Nummer 9. Ihr trainiert zu lange mit dem gleichen Trainingsplan. Euer Körper
passt sich nur an, wenn er gereizt wird und wenn ihr ihm einen Anreiz gebt, etwas zu ändern. Wenn ihr aber immer den gleichen Trainingsplan trainiert, ja, dann gewöhnt er sich daran und dann verändert sich auch irgendwann nichts mehr. Ganz, ganz oft hatte ich Kunden in Fitnessstudios, die gesagt haben, ja, ich trainiere schon so lange und ich mache dies und das, aber es ändert sich nichts. Und dann frage ich die ja, wie lange trainierst du denn schon den Trainingsplan? Und dann sagen die, ja, seit 1-2 Jahren. Ja, dann müsst ihr euch nicht wundern. Also ich würde spätestens nach einem halben Jahr eigentlich mal den Trainingsplan wechseln. Außerdem macht das Training einfach viel, viel mehr Spaß, wenn ihr mal ein bisschen Abwechslung habt. Fehler Nummer 10 ist zu langes Training. Circa nach 90 Minuten fängt der Körper an, Stresshormone, Cortisol auszuschütten, was wiederum den Muskelaufbau hemmen kann. Also achtet darauf, dass ihr eher kurz und knackig intensiv trainiert, statt stundenlang im Gym eure Zeit da totschlagt. Versucht gerade am Anfang nicht 2-3 Stunden im Gym zu verbringen. Ihr könnt super viel Zeit einsparen, wenn ihr mal nicht dauernd aufs Handy zwischendurch guckt. Wenn ihr aufhört, mit den anderen Leuten dauernd zu quatschen und kalt werdet und dann wieder von vorne anfängt, das ist sowieso ein total uneffektives Training. Also versucht, euer Training kurz und knackig zu halten, intensiv, und dann habt ihr es auch hinter euch. Ja Leute, ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen und ich konnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen helfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Channel abonniert. Klickt unten abonnieren und lasst einen Daumen nach oben da. Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video bringe. In der Regel ist das der Dienstag, aber in letzter Zeit ist es öfter mal vorgekommen, dass ich auch mal öfter gepostet habe. Also bleibt auf dem Laufenden, indem ihr die Glocke aktiviert, und wir sehen uns im neuen Video. Bis bald. Ciao.